Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie erneut zu einer weiteren Predigt, einem weiteren Vortrag begrüßen, den ich heute im Hinblick auf interessante Aspekte der Bibel mit Ihnen behandeln möchte. Grund und Ziel dieser Vortragsreihen ist es ja, Ihnen die Bibel ein wenig näher zu bringen, Ihnen zu zeigen, dass die Bibel kein so ein altes und antiquiertes Buch ist, wie sie in den meisten Fällen heute betrachtet wird, sondern dass sie sehr wohl eine Bedeutung für uns heute hat. Ich erinnere mich, dass ich vor vielen Jahren einmal mit meiner kleinen Tochter, die mittlerweile verheiratet ist, in ein Lebensmittelgeschäft gegangen bin. Und sie hat sich da vor ein Basseng mit vielen Hummern gestellt und dann in sehr lauter und durchaus störender Weise geäußert: Wie? Und das essen die Leute? Das hört sich heute vielleicht ein bisschen sonderbar, ein bisschen humoristisch an, aber damals war das gar nicht so humoristisch, denn die Leute, die dabei waren, diese Hummer zu kaufen, die hatten das gar nicht gerne gehört. Aber in der Tat essen heute viele Tiere, wie zum Beispiel Hummer. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich vor vielen Jahren einmal mit einem Freund in ein Restaurant gegangen bin und wir haben uns da eine große Schale von Austern bestellt und wir bekamen dann einen großen Berg von Austern serviert und wir sahen uns schon ein bisschen merkwürdig an, denn die sahen gar nicht so appetitlich aus. Und wir haben dann nur einen kurzen kleinen Bissen davon genommen und dann höflichst darum gebeten, die Austern wieder von unserem Tisch zu entfernen. Damals hatte ich keinerlei Ahnung von irgendwelchen Speisegesetzen, die vielleicht in der Bibel Erwähnung finden. Es sah irgendwie gar nicht so appetitlich aus für mich, aber Sie mögen jetzt sagen, ja, das liegt aber an mir, das lag an mir, so wie ich aufgewachsen bin, wie ich erzogen worden bin. In vielen Teilen der Welt essen Menschen Tiere, die wir vielleicht in der westlichen Welt ablehnen würden, als Gräuel betrachten würden, wie zum Beispiel schokoladenüberbackene Skorpione oder Würmer. Aber dann, wenn Sie mit einem orthodoxen Juden sprechen oder einem Moslem, der wird sich mit Gräuel von Ihnen abwenden, wenn Sie ihm sagen, dass Sie Schweinefleisch essen oder Pferdeblut trinken oder Blutwurst zu sich nehmen. Wer entscheidet, welche Tiere man essen kann, welche Speisen man zu sich nehmen darf und welche Speisen man eben nicht zu sich nehmen sollte? Nun, Sie werden höchstwahrscheinlich schon wissen, worauf ich hinaus will. Es gibt in der Tat Speisegesetze in der Bibel. Und die Stellen, die vielleicht einigen von uns bekannt sind, die die Tiere aufführen, die gegessen werden können, und solche, die nicht gegessen werden sollten, finden sich in Stellen wie 3. Mose Kapitel 11 und 5. Mose Kapitel 14. Nun möchte ich jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht all diese Stellen genau vorlesen, aber ich möchte kurz auf einige Passagen eingehen und Ihnen eine gewisse Zusammenfassung geben von Tieren, die laut dieser Bibelstellen gegessen werden können und die eben nicht gegessen werden sollten. Zunächst einmal, wenn Sie mit mir zusammen 5. Mose Kapitel 14, die Verse 4 bis 8 lesen wollen, dann findet sich folgende Äußerung. In 5. Mose 14, angefangen mit Vers 4. Dies aber sind die Tiere, die ihr essen dürft. Rind, Schaf und natürlich damit auch Lamm, Ziege, Hirsch, Reh, Damhirsch, Steinbock, Gämse, Auerochs und Antilope. Jedes Tier, das gespaltene Klauen hat, ganz durchgespalten und das wiederkäut, dürft ihr essen. Diese Tiere aber sollt ihr nicht essen unter denen, die wiederkäuen und gespaltene Klauen haben. Das Kamel, den Hasen und den Klippdachs. Die Wiederkäuen, deren Klauen aber nicht ganz durchgespalten sind, darum sollen sie euch unrein sein. Das Schwein, das zwar durchgespaltene Klauen hat, aber nicht wiederkäut, soll euch darum unrein sein. Ihr Fleisch sollt ihr nicht essen. Also hier werden an dieser Stelle bereits Tiere aufgeführt, die man essen kann. Die werden als rein bezeichnet. Und dann Tiere, die man nicht essen sollte, die werden als unrein bezeichnet. Mit anderen Worten, ist Pferdefleisch dann also nicht für den menschlichen Verzehr geeignet. Denn Pferde haben keine gespaltenen Hufe und sie sind auch keine Wiederkäuer. Ähnlich ist auch Schweinefleisch in jeder Form. Und alles, was daraus als Schinken, Speck oder Wurst hergestellt und angeboten wird, nicht für den menschlichen Verzehr geeignet, wenn man die Bibel zu Rate nimmt. Das gleiche gilt für Hasen, Elefanten, Kamele, Schlangen, Eichhörnchen, Frösche, Hunde, Katzen, Bären, Robben und ähnliche Tiere.
Da findet sich schon eine interessante Unterscheidung mit anderen, die auch angeblich die Speisegesetze halten, aber die würden zum Beispiel Kamele essen. Aber die Bibel sagt eindeutig, dass das Kamel nicht gegessen werden soll. Wie verhält es sich jetzt zum Beispiel mit Fischen, mit Getier, das im Meer lebt oder in Bächen oder Flüssen? Wenn wir uns 3. Mose 11 und Vers 9 einmal anschauen, dann wird hier etwas über Fische und Meerestiere gesagt. 3. Mose, Kapitel 11 und in Vers 9. Da heißt es, dies dürft ihr essen von dem, was im Wasser lebt. Alles, was Flossen und Schuppen hat im Wasser, im Meer und in den Bächen dürft ihr essen. Alles aber, was nicht Flossen und Schuppen hat im Meer und in den Bächen, von allem, was sich regt im Wasser und allem, was lebt im Wasser, soll euch ein Gräuel sein. Nun, die allgemein bekannten unreinen Fischarten, die schuppenlosen Fische, die sich nicht als Nahrung eignen, sind zum Beispiel der Schwertfisch, Stichling, Stör und Wels. Diese Fischarten haben keine echten Schuppen. Hinzu kommen noch andere Arten von Wassertieren, die nicht zum Verkehr taugen, außer dem Hummer zum Beispiel, die Wale, alle Meeresmuscheln, Krabben, Austern, Teichmuscheln und Garnelen. Nun, die bekanntesten mit Schuppen und Flossen versehenen Fischarten, und Sie können in jedem guten Buch das alles nachlesen, sind Barbe, Brasse, Butt, Dorsch, Flussbarsch, Forelle, Hecht, Heilbutt, Hering, Kabeljau, Karpfen, Lachs, Makrele, Pflötze, Rotauge, Rotbarsch, Rotfeder, Sardine, Schellfisch, Schleie, Scholle, Steinbeißer, Thunfisch und Zander. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich einmal mit meinem Chef damals in ein Fischgeschäft gegangen bin, ein Fischrestaurant, das gerade aufmachte, und wir fanden auf der Speisekarte einen Fisch erwähnt, von dem wir nicht wussten, ob der jetzt rein oder unrein war. Und dann haben wir den Kellner gefragt, ob der Flossen und Schuppen hat. Und der Kellner hat uns ganz komisch angeschaut und hat gesagt, ich weiß es nicht, aber wir servieren die Fische ohnehin ohne Flossen und Schuppen. Nun, der hat also auch nicht unbedingt die Speisegesetze der Bibel gekannt. Wie verhält es sich nun mit Geflügel? Welche Vögel sind zum menschlichen Verkehr geeignet? Nun, die Antwort finden wir wiederum in 3. Mose Kapitel 11, angefangen mit Vers 13, und 5. Mose Kapitel 14, angefangen mit Vers 11. Aber wie gesagt, ich möchte diese Stellen jetzt nicht alle vorlesen, sondern möchte kurz etwas dazu sagen. In jedem dieser Abschnitte werden nämlich bestimmte Vogelarten aufgezählt, die nicht für den menschlichen Verkehr oder Verzehr bestimmt sind. Reine Vögel sind nicht aufgeführt. Es werden also nur einige unreine Vögel aufgeführt. Nun, diese unreinen Vögel dienen als Beispiel dafür, was für Eigenschaften ein Vogel haben muss, damit er als rein gilt oder eben als unrein. Nun, die Merkmale reiner Vögel lassen sich zum Beispiel anhand der Taube konstruieren. Die Taube war ja ein reiner Vogel, der geopfert wurde. Und Gott würde niemals zugelassen haben, dass man ihm unreine Tiere opfern würde. Und daraus ergeben sich nun 6 Merkmale, die zeigen, wann ein Vogel rein ist und gegessen werden kann und wann ein Vogel unrein ist und nicht gegessen werden sollte. Die meisten der unreinen Vögel sind ohnehin zu zäh, um gegessen zu werden. Aber ohnehin werden hier diese 6 Merkmale nun aufgeführt. Erstens, sie dürfen keine Raubvögel sein. Zweitens, sie fangen Futter in der Luft auf, bringen es aber auf die Erde zurück und zerteilen es dort, wenn möglich, mit dem Schnabel, bevor sie es fressen. Unreine Vögel dagegen verschlingen ihr Futter entweder direkt in der Luft oder sie halten es mit den Krallen am Boden fest und zerreißen es mit dem Schnabel. Drittens, sie müssen einen verlängerten mittleren Vorderzeh und einen Hinterzeh haben. Viertens, sie müssen ihre Zehen, wenn sie zum Beispiel auf einer Stange sitzen, so spreizen, dass die 3 Vorderzehen sich von einer Stelle um die Stange legen, die Hinterzehe von der anderen Seite. Fünftens, sie müssen einen Kropf haben. Und sechstens, sie müssen einen Magen mit 2 Muskelschichten besitzen, die sich leicht voneinander lösen lassen. Reine Vögel weisen alle diese Eigenschaften auf. Bei unreinen Vögeln fehlt zumindest eine dieser Eigenschaften, sodass man von daher eben sehen kann,
welche Vögel laut Gottes Gesetz rein sind. Neben der Taube, zum Beispiel die Ente, der Fasan, die Gans, das Haushuhn, das Rebhuhn, der Truthahn, die Wachtel, das Waldhuhn, alle Singvögel und auch der Schwan. Nun, in einigen Übersetzungen, wie zum Beispiel der Lutherbibel, wird der Schwan irrtümlich als ein unreiner Vogel übersetzt, aber das ist eine Fehlübersetzung. Es sollte hier Kormoran heißen. Unreine Vögel sind zum Beispiel folgende: der Adler, der Geier, die Gabelweihe, der Bussard, der Fischadler, der Rabe, die Krähe, der Elster oder die Elster, der Strauß. Nebenbei gesagt, auch hier findet sich eine Unterscheidung, weil einige, die sonst die Speisegesetze der Bibel einhalten, den Strauß ohne weiteres als rein betrachten und von daher das Fleisch des Straußes verzehren oder auch die Eier des Straußes essen. Aber laut Bibel ist der Strauß unrein. Die Eule, der Falke, der Kormoran, die Möwe, das Wasserhuhn, der Regenpfeifer, der Pelikan, der Storch, der Reiher, die Rohrdommel, der Kranich, die Ralle, der Specht, der Pinguin, der Papagei und der Albatros. Alles dieses sind unreine Vögel, nicht zum Verzehr geeignet. Und dann nennt Gott in der Bibel auch noch weitere Tiere, die unrein sind, uns als unrein gelten sollen, wie zum Beispiel die Fledermaus, Wiesel, Mäuse, Schnecken, Eidechsen, Maulwürfe, Schlangen und Würmer. Also alle diese Tiere werden laut Bibel entweder als rein oder als unrein bezeichnet. Nun haben einige gesagt, ja, das war aber doch lediglich nur für die Israeliten gültig unter Mose. Das hat damals Gott so eingerichtet, damit die irgendwie in willkürlicher Weise sich von anderen Nationen unterscheiden können. Aber als dann der alte Bund abgeschafft wurde durch den Opfertod Jesu Christi, da wurden natürlich auch diese Unterscheidungen abgeschafft, sodass wir heute uns nicht mehr an diese Gesetze zu halten haben. Nun, zunächst einmal ist darauf zu erwidern, dass die Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Tieren bereits lange vor Mose bestand. Die wurde nicht erst unter Mose eingeführt, die bestand schon lange vorher. Schauen wir uns einmal eine Stelle im 1. Buch Mose Kapitel 7 an. 1. Buch Mose Kapitel 7. Eine Stelle, die sich mit der Sintflut beschäftigt, die ja unter Noah stattfand. Im 1. Mose Kapitel 7 lesen wir in Vers 2, dass Gott Noah Folgendes sagt: Von allen reinen Tieren nimm zu dir je 7, das Männchen und sein Weibchen, von den unreinen Tieren aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen. Und dann in Vers 8 im gleichen Kapitel: Von den reinen Tieren und von allen unreinen, von den Vögeln und von allem Gewürm auf Erden, gingen sie zu ihm in die Arche, paarweise, je ein Männchen und Weibchen, wie ihm Gott geboten hatte. Wir sehen also hier, dass Gott dem Noah gebot, 7 Paare reiner Tiere und ein Paar unreiner Tiere in die Arche zu nehmen. Weiter wird hier gar nichts gesagt, aber offensichtlich wusste Noah, wovon Gott sprach. Er wusste, was reine Tiere waren. Er wusste, was unreine Tiere waren. Wieso? Weil dieses Gesetz der Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Tieren bereits damals bestand. Und Noah kannte diese Unterscheidung, er kannte dieses Gesetz. Später wurden dann wiederum diese Unterscheidungsmerkmale im Detail den Israeliten zur Zeit des Mose näher gebracht. Warum geschah dies erneut? Nun, zunächst einmal, dass wir heute wissen, wenn wir die Bibel lesen, genau was unreine und reine Tiere sind. So dann aber auch, weil Israel ja in der ägyptischen Gefangenschaft war. Und in Ägypten wurden durchaus reine und unreine Tiere zu sich genommen und gegessen, aber nicht unbedingt in der Weise, wie Gott es hier vorschreibt. Und die Unterscheidungsmerkmale gingen bei den Israeliten vielfach in Vergessenheit. Und sodass Gott hier wiederum erneut ganz deutlich gemacht hat, welche Tiere rein und welche Tiere unrein sind. Wir erinnern uns vielleicht von vorangegangenen Predigten, dass ja auch die Israeliten genau vergessen hatten, wie der Sabbat zu halten war. Und sodass Gott erneut ihnen dieses Gesetz mitteilen musste. Aber wir sahen ja, dass der Sabbat bereits seit Erschaffung des Menschen Bestand hatte. Wir stellen auch fest, dass die Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Tieren nach der Auferstehung Christi fortbestand. Wie wir noch sehen werden, weigerte sich Petrus, unreine Tiere zu essen, in der berühmten Vision, die er hatte. Aber da gehen wir später noch darauf ein. Zunächst einmal eine Stelle im
im Buch der Offenbarung im 16. Kapitel. Offenbarung 16. Das ist eine Prophezeiung für die Zukunft. Die hat noch nicht einmal jetzt stattgefunden. Johannes schrieb ja das Buch der Offenbarung im Jahre 90 oder so nach Christus und ging offensichtlich davon aus, dass die Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Tieren nach wie vor bestand. Und laut dieser Prophezeiung besteht sie auch heute noch und sogar noch in der Zukunft. Offenbarung 16 und Vers 13. Was sagt uns Gott hier? Ich sah aus dem Rachen des Drachen, eine Bezeichnung für Satan, den Teufel, und aus dem Rachen des Tieres, eine Bezeichnung für einen militärischen Führer, der noch kommen wird auf dieser Erde, und aus dem Munde des falschen Propheten, eine Bezeichnung für einen geistlichen falschen Führer, religiösen Führer, der noch kommen wird. Also aus dem Rachen des Drachen, aus dem Rachen des Tieres und aus dem Rachen des falschen Propheten, da sah ich drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Mit anderen Worten würden hier zur Zeit des Endes Frösche nach wie vor als unrein dargestellt und mit unreinen Geistern oder Dämonen verglichen. In Offenbarung 18 und Vers 2 wird das sogar noch deutlicher. Da handelt es sich um eine Stelle, auch die wiederum zukünftige Bedeutung hat. Wir lesen, und er rief mit mächtiger Stimme, die Rede ist hier von einem Engel, sie ist gefallen, Babylon die Große. Babylon wird hier in der Offenbarung 17 und 18 als ein System dargestellt in der Zukunft, das sich in gottfeindlicher Weise betätigt. Und dieses System wird bei der Ankunft oder Rückkehr Jesu Christi zerstört werden. Und so heißt es hier, Babylon, die Große, ist gefallen und sie ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und, achten Sie darauf, ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Also auch hier sehen wir wiederum deutlich, dass es noch nach wie vor, auch zum Zeitpunkt der Wiederkunft Christi, unreine Vögel geben wird, unreine Tiere, so wie es Gott sieht. Diese Unterscheidung ist nicht aufgehoben worden zur Zeit von Petrus oder zur Zeit, als Jesus Christus gestorben ist. Dies wäre in der Tat eine merkwürdige Feststellung, wenn diese Unterscheidung nicht mehr bestehen würde. Schauen wir uns eine Stelle in Jesaja Kapitel 65 an, die ebenfalls von der Zukunft handelt. Die Prophezeiungen in Jesaja 65, 66 und so weiter sind ja zukünftige Prophezeiungen, die noch gar nicht stattgefunden haben. Aber sie zeigen uns, wie Gott die Dinge betrachtet. Jesaja 65, angefangen in Vers 2. Es heißt hier, ich streckte meine Hände aus den ganzen Tag nach einem ungehorsamen Volk, das nach seinen eigenen Gedanken wandelt auf einem Wege, der nicht gut ist. Jetzt lesen Sie mit mir Vers 3. Nach einem Volk, das mich beständig ins Angesicht kränkt. Sie opfern in den Gärten und räuchern auf Ziegelsteinen. Sie sitzen in Gräbern und bleiben über Nacht in Höhlen, essen Schweinefleisch und haben Gräuelsuppen in ihren Töpfen und sprechen. Bleib weg und rühr mich nicht an, denn ich bin für dich heilig. Die sollen ein Rauch werden in meiner Nase, ein Feuer, das den ganzen Tag brennt. Hier behandelt Gott die Bestrafung von Menschen, die sich als heilig ausgeben, die sich nicht mit anderen unheiligen Menschen einlassen wollen und die gleichwohl Schweinefleisch essen und gräuliches Getier, wie es heißt, in ihren Gräuelsuppen. Schauen wir uns auch also Jesaja Kapitel 66 an, Jesaja 66 und in Vers 15. Jesaja 66 und Vers 15. Es heißt hier, denn siehe, der Herr wird kommen. Mit anderen Worten hier eine klare Anspielung auf die Wiederkunft Jesu Christi. Der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter, dass er vergelte in Grimm seines Zornes und mit scheltenden Feuerflammen. Und die revidierte Lutherbibel, die ich hier habe, weist hier auch als Parallelstelle auf Offenbarung Kapitel 19 hin, die eben von der Wiederkunft Jesu Christi handelt. Vers 16. Denn der Herr wird durch Feuer die ganze Erde richten, und durch sein Schwert alles Fleisch. Und der vom Herrn Getöteten werden viele sein. Das heißt dann weiter in Vers 17, die sich heiligen und reinigen für das Opfer in den Gärten, dem einen nach, der in der Mitte ist, und Schweinefleisch essen, gräuliches Getier und Mäuse, die sollen miteinander weggerafft werden, spricht der Herr. Das sieht nicht so aus, als ob
es Gott gleichgültig ist, was wir heute so zu uns nehmen, was wir heute so essen. In Vers 18 sagt er, ich kenne ihre Werke und ihre Gedanken und komme, um alle Völker und Zungen zu versammeln, dass sie kommen und meine Herrlichkeit sehen. Mit anderen Worten, Gott wird sich dann offenbaren, indem er als Jesus Christus zurückkehrt und alle Augen werden ihn sehen, wie es ja in der Bibel heißt. Mit anderen Worten, die, die Schweinefleisch essen, die, die gräuliches Getier essen, die, die Mäuse essen, sollen im Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi weggerafft werden. Schauen wir uns noch eine andere Stelle an, eine weitere Prophezeiung im Buch Hosea. Hosea und im 9. Kapitel. Hosea Kapitel 9 und in Vers 3. Auch das ist eine sehr interessante Stelle. Denn sie bezieht sich auf die Zukunft. Es heißt hier in Hosea in Kapitel 9 und Vers 3, sie sollen nicht bleiben im Lande des Herrn, sondern Ephraim, ein Nachfahre der 10 Stämme des Hauses Israel, Ephraim muss wieder nach Ägypten in der Zukunft. Das ist ja bislang noch nicht geschehen. Und muss in Assyrien, auch das ist eine Anspielung auf ein modernes Land, das von den Assyrern abstammt, und muss in Assyrien Unreines essen. Auch das wiederum schwer zu verständlich, wenn es keine unreinen Tiere mehr gäbe im Hinblick auf das, wie Gott es sieht. Gott sagt uns sodann, dass uns unreine Tiere ein Gräuel sein sollen, dass wir sie verabscheuen sollen. Aber das bezieht sich auf den Verzehr der unreinen Tiere. Die sollen uns ein Gräuel sein im Hinblick auf den Verzehr. Schauen wir uns kurz 3. Mose Kapitel 11 an, was uns Gott hier dazu sagt. 3. Mose Kapitel 11 und angefangen in Vers 10. 3. Mose Kapitel 11, angefangen in Vers 10. Da heißt es, alles aber, was nicht Flossen und Schuppen hat im Meer und in den Bächen, von allem, was sich regt im Wasser und allem, was lebt im Wasser, soll euch ein Gräuel sein. Und ich glaube, dass ich damals ganz instinktiv, von der Natur her gesehen, mich geweigert habe, Austern zu essen. Vers 11. Von ihrem Fleisch dürft ihr nicht essen. Ihr Aas sollt ihr verabscheuen, denn sie sind ein Gräuel für euch. Denn alles, was nicht Flossen und Schuppen hat im Wasser, sollt ihr verabscheuen. Vers 13. Und diese sollt ihr verabscheuen unter den Vögeln, dass ihr sie nicht esset, denn ein Gräuel sind sie. Und dann werden unreine Vögel aufgeführt. Vers 20. Da heißt es, auch alles kleine Getier, das Flügel hat und auf zwei Füßen geht und auf vier Füßen geht, soll euch ein Gräuel sein. Vers 41. Da heißt es, was auf der Erde kriecht, das soll euch ein Gräuel sein und man soll es nicht essen. Mit anderen Worten, Schlangen, Eidechsen und dieses Getier. Vers 42. Alles, was auf dem Bauch kriecht und alles, was auf vier oder mehr Füßen geht, unter allem, was auf der Erde kriecht, dürft ihr nicht essen, denn es soll euch ein Gräuel sein. Vers 43. Macht euch selbst nicht zum Gräuel an allem kleinen Getier, das da wimmelt. Und macht euch nicht unrein an ihm, dass ihr dadurch unrein werdet. Mit anderen Worten, diese Unterscheidung zwischen reinem und unreinem Tier und was man essen kann und was man als ein Gräuel bezeichnen soll, bezieht sich lediglich auf den Verzehr der Tiere. Auf den Verzehr. 3. Mose 11, Vers 46, da heißt es nämlich, das ist das Gesetz von den vierfüßigen Tieren und Vögeln und von allen Tieren, die sich regen im Wasser und von allen Tieren, die auf der Erde kriechen, auf das ihr unterscheidet, was rein und was unrein und rein ist und welches Tier man essen und welches man nicht essen darf. Mit anderen Worten, es geht lediglich um den Verzehr. Und die Unterscheidung, was Gräuel ist und was nicht Gräuel ist, bezieht sich lediglich auf den Verzehr. Aber das bedeutet nun auch, dass bereits zur Zeit von Noah eine Unterscheidung bestand zwischen Tieren, die rein waren, die man also essen durfte, und Tieren, die unrein waren, die man eben nicht essen durfte. So, dann lesen wir, dass im alten Israel ein Mensch bis zum Abend unrein war, wenn er das Aas eines unreinen Tieres anfasste oder trug. Nun, wir wollen uns diese Stelle kurz ansehen, weil die zu Missverständnissen geführt hat. 3. Mose, Kapitel 11, angefangen in Vers 23. 3. Mose 11, 23, da heißt es nämlich, alles aber, was sonst Flügel und vier Füße hat, soll euch ein Gräuel sein, Vers 24, an diesen werdet ihr euch verunreinigen. Wer ihr Aas anrührt, der wird unrein sein. Achten Sie jetzt darauf, bis zum Abend.
Und wer ihr Aas trägt, soll seine Kleider waschen und wird unrein sein bis zum Abend. Vers 26, an allem Getier, das gespaltene Klauen hat, aber nicht ganz durchgespalten und nicht wiederkäut, unrein soll es euch sein, und wer es anrührt, wird unrein sein. Und alles, was auf Tatzen geht unter den Tieren, die auf vier Füßen gehen, soll euch unrein sein. Wer ihr Aas anrührt, wird unrein sein bis zum Abend. Vers 28, und wer ihr Aas trägt, soll seine Kleider waschen und unrein sein bis zum Abend, denn sie sind euch unrein. Vers 29, diese sollen euch unrein sein unter den Tieren, die auf der Erde wimmeln, das Wiesel, die Maus, die Kröte, ein jedes mit seiner Art und so weiter. Vers 31, die sind euch unrein unter allem, was da kriecht. Wer ihr Aas anrührt, der wird unrein sein bis zum Abend. Und auch wiederum Vers 32, und alles, worauf ihr Aas fällt, das wird unrein, jedes hölzerne Gefäß oder Kleider oder Fell oder Sack. Und alles Gerät, das zum Gebrauch dient, soll man ins Wasser tun. Es ist unrein bis zum Abend und dann wieder rein. Also schauen Sie, diese Unreinheit, die hier erzeugt wurde, hielt nur bis zum Abend vor. Interessant ist auch, dass selbst das Anrühren das Aas eines reinen Tieres jemanden unrein machte. Also nicht nur, wenn jemand das Aas eines unreinen Tieres trug, sondern auch jemand, der das Aas eines reinen Tieres trug, wurde unrein bis zum Abend. Schauen wir uns das an in 3. Mose 11 und in Vers 39. Da heißt es, wenn eines von den Tieren stirbt, die euch zur Speise dienen, wer ihr Aas anrührt, wird unrein sein bis zum Abend. Das bedeutet nun, dass diese Unreinheit, in anderen Worten, man hat jetzt also ein Aas angefasst, nicht gegessen, aber angefasst, und dann wurde man unrein bis zum Abend. Diese Unreinheit war strikt ritualistischen Charakters. Denn die Unreinheit, die hat ja nur bis zum Abend gewährt. Und dann war die Person wieder rein. Das Essen von unreinen Tieren war jedoch kein rituales Gesetz. Denn das hatte keine zeitliche Begrenzung. Sie können nirgendwo lesen, dass es heißt, wenn jemand von einem unreinen Tier aß, der war dann nur unrein bis zum Abend und dann war er wieder rein. Das findet man nirgendwo in der Bibel. Der Unterschied wird deutlich gemacht. Da mussten ganz andere Dinge getan werden. Man musste ein Opfer bringen, um dadurch Vergebung von Sünde zu erlangen im Alten Testament. Wir verstehen natürlich, dass im Neuen Testament die Opfergesetze abgeschafft sind durch den Opfertod Jesu Christi. Aber Sünde bleibt es gleichwohl. Wie ich sagte, nirgendwo heißt es im Alten Testament, dass jemand, der unreines Fleisch gegessen hat, nur bis zum Abend unrein war. Der war in Gottes Augen unrein, wie wir ja vorher schon gelesen haben, dadurch, dass er unreines Fleisch zu sich nahm. Das Essen von unreinen Tieren war kein Ritualgesetz, das vergänglich war und nur für eine gewisse Zeit lang Bestand hatte. Nun, das Verbot des Essens von dem Aas reiner Tiere, achten Sie darauf, reiner Tiere, das auch für Israeliten galt nicht für Ausländer. Auch das zeigt, dass es sich hierbei um ein Ritualgesetz gehandelt hat, nicht um ein zeitloses Gesetz, denn wenn wir noch sehen werden, waren nämlich die Gesetze, die Gott uns gegeben hat bezüglich des Verzehrs von reinen und unreinen Tieren, aus gesundheitlichen Gründen gegeben worden. Und Gott hätte ja nicht den Israeliten erlaubt, etwas Ausländern zu geben, was für die gesundheitlich schädlich gewesen wäre. Schauen wir uns 5. Mose Kapitel 14 einmal an. 5. Mose Kapitel 14 und Vers 21. Ihr sollt kein Aas essen, aber der Zusammenhang ist hier der Verzehr von reinen Tieren. Aber ihr sollt auch kein Aas von reinen Tieren essen. Dem Fremdling in deiner Stadt darfst du es geben, dass er es esse und dass er es verkaufe einem Ausländer, denn du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Also die durften auch nicht das Aas von reinen Tieren essen, aber die durften es den Ausländern geben. Interessant ist auch, dass wenn er ein Aas reiner Tiere gegessen hat, der Israelit, der war nur unrein bis zum Abend. Auch hier wiederum die Unterscheidung. Das Essen eines Aases von reinen Tieren machte einen Israeliten nur unrein bis zum Abend. Aber das Essen von unreinen Tieren, da war keine zeitliche Begrenzung vorhanden. Schauen wir uns 3. Mose 11 und Vers 40 diesbezüglich an. 3. Mose 11 und in Vers 40. Da heißt es, wer von solchem Aas isst, mit anderen Worten, von Tieren, die euch zur Speise dienen, wie uns Vers 39 gesagt hat,
Wer von solchem Aas ist, der soll sein Kleid waschen, er wird unrein sein bis zum Abend. Auch wer ein solches Aas trägt, soll sein Kleid waschen, er wird unrein sein bis zum Abend. Also hier sehen wir, dass das ein Ritualgesetz war. Man wurde am Abend wieder rein, wenn man sich dann gewaschen hat. Und das hat natürlich auch eine gewisse gesundheitliche Bedeutung, denn wenn man zum Beispiel Aas isst von reinen Tieren, dann weiß man auch nicht unbedingt, warum ein solches Tier gestorben ist. Das kann ja durchaus auch Krankheitserreger haben. Also auch da sollte man natürlich das nicht tun. Aber es war wiederum hier ein Ritualgesetz, dass wenn einer es tat, der war dann unrein nur bis zum Abend. Wenn einer das Aas trug, auch da wiederum, gesundheitliche Vorschriften spielen da auch eine Rolle. Wenn man ein Tier anfasst, das gestorben ist, auch heute noch sollte man sich da nachher die Hände waschen. Man weiß ja nicht, was für Bakterien, was für Viren da mitgespielt haben. Nun könnte man sich die Frage stellen, warum hat dann Gott überhaupt unreine Tiere, wie zum Beispiel das Schwein, erschaffen, wenn das solche Gräuel sind? Warum werden die so negativ beschrieben? Nun, Gott hat diese unreinen Tiere geschaffen, nicht zum Verzehr, nicht als Speise, aber die haben durchaus eine wichtige Funktion in der Natur. Gott hat zum Beispiel ja auch giftige Pilze erschaffen. Nun, der hat sie nicht erschaffen, damit wir sie essen und daran sterben, aber die haben eine wichtige Funktion innerhalb der Natur, um das Gleichgewicht der Natur auszugleichen. So wird zum Beispiel der Aasgeier die Gesundheitspolizei genannt. Der isst eben das Aas von verendeten Tieren. Es ist zwar ein widerlicher Anblick, wenn man sieht, wie so ein Aasgeier da so ein Tier zerpflückt und zerreißt, aber gleichwohl hat ein solcher Aasgeier eine Funktion. Eine Herde von Hyänen oder eine Herde von Wölfen oder ein Rudel von Wölfen, die ein verendetes Tier dann auffressen, die haben eine wichtige Funktion. Aber eben nicht, der Grund ist eben nicht der, dass man sie jetzt essen kann. Deshalb sind sie nicht erschaffen worden. Nun wollen wir uns die folgende Frage einmal näher anschauen. Und zwar, warum hat Gott den Israeliten verboten? Warum verbietet uns Gott heute als geistlichen Israeliten, Tiere wie zum Beispiel Schweine, Muscheln, Krabben, Hummer, Aale, Pferde, Hunde und so weiter zu essen? Warum werden die unrein genannt? Warum sollen die nicht gegessen werden? Und wie ich schon sagte, hat das durchaus gesundheitliche Gründe. Und ich will einmal kurz jetzt darauf eingehen. Zum Beispiel der Expositor's Bible Commentary, der aus dem Jahr 1990 folgende Einführung zum dritten Buch Mose angibt, sagt uns deutlich, dass diese Speisegesetze Gottes durchaus Gottes Willen und seine Sorge um die Gesundheit seines Volkes offenbaren. Andere haben dies in Frage gestellt. Andere haben gemeint, ja, das hat mit Gesundheit nichts zu tun. Gott hat diese Gesetze nur erlassen in willkürlicher Weise, um die Israeliten von den Nicht-Israeliten abzusondern. Aber ist das wirklich der Fall? Zunächst einmal sagt uns Gott selbst, dass die Gesetze, die er erlassen hat und die zeitlos sind, also keine Ritualgesetze, wie zum Beispiel die Gesetze, wie wir gesehen haben, des Verzehres von reinen und unreinen Tieren, die wurden uns gegeben, damit es uns wohl ergehen soll, sodass wir lange leben sollen. Schauen wir uns einmal in 5. Mose Kapitel 5 diese Stelle an, die uns dies besagt. 5. Mose Kapitel 5 und angefangen in Vers 29. 5. Mose Kapitel 5 und in Vers 29. Da heißt es: Ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten alle meine Gebote ihr Leben lang, auf dass es ihnen und ihren Kindern wohlginge ewiglich. Und dann Vers 32. So habt nun Acht, dass ihr tut, wie euch der Herr, euer Gott, geboten hat, und weicht nicht, weder zur Rechten noch zur Linken, sondern wandelt in allen Wegen, die euch der Herr, euer Gott, geboten hat, damit ihr leben könnt und es euch wohl geht und ihr lange lebt in dem Lande, das ihr einnehmen werdet. Hieraus kann man bereits ersehen, dass jemand, der die Gesundheitsgesetze der Bibel übertritt, die Chance hat, nicht lange zu leben, sondern krank zu werden und an Krankheit zu sterben, wie wir gleich noch sehen werden. Zunächst einmal 5. Mose Kapitel 10. 5. Mose Kapitel 10, angefangen in Vers 12. Da heißt es: Nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, noch von dir, als dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest,
dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, Vers 13, wie tut man das? Wie liebt man Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele? Vers 13 sagt es uns, dass du die Gebote des Herrn hältst und seine Rechte, die ich dir heute gebiete, auf dass dir's wohlgehe. Fragen wir uns einmal, ist das Verbot, Schweinefleisch zu essen, aus Gründen der Gesundheit erlassen worden? Nun, zunächst einmal stellen wir fest, dass ein leicht zu entdeckender Grund für das Verzehrverbot einiger bestimmter Tiere sich in deren Verdauungssystem findet, das dann nämlich nicht genügend Giftstoffe ausscheidet. Ein Schwein verdaut seine Nahrung in ungefähr 3,5 Stunden. Eine Kuh, ein reines Tier, braucht dazu 24 Stunden. In diesem Zeitraum durchläuft das Futter 2 Verdauungsvorgänge. Dadurch werden alle Gifte ausgesondert, die andernfalls im Fleisch oder in der Milch, wie zum Beispiel des Schweines, abgelagert werden. Aber es gibt noch weitaus mehr gewichtige Gründe, warum zum Beispiel der Genuss von Schweinefleisch zu untersagen ist. Ich habe hier einen Artikel von Professor Dr. Med Mommsen, der vor einigen Jahren erschienen ist, und ich möchte kurz einmal aus diesem Artikel vorlesen. Er schreibt hier, der Genuss des Schweinefleisches war dem ältesten Kulturvolk der Welt, den Ägyptern, verboten. Selbst die Ägypter hatten Schweinefleisch nicht zu sich genommen, ebenso den Juden, welche dieses Verbot bis heute aufrechterhalten haben. Der Begründer des Islam, der Prophet Mohammed, hat das Schweinefleischverbot übernommen und seinen Anhängern zur religiösen Pflicht gemacht, sodass in weiten Teilen der Welt, überall dort, wo der Islam herrscht, der Genuss von Schweinefleisch verpönt ist. Aber warum jetzt das Verbot des Schweinefleisches? Das Schweinefleisch ist reich an Histamin, einem Stoff, der bei allen Entzündungen und allergischen Krankheiten wie zum Beispiel Asthma, Heuschnupfen oder Nesselsucht eine entscheidende Rolle spielt. Wenn die Histaminstoffe im intermediären Stoffwechsel nicht ausreichend entgiftet werden, kann es zu den verschiedensten Prozessen kommen, die der Ausscheidung und Unschädlichmachung der Stoffe in Form von Krankheitserscheinungen dienen. So ist die alte ärztliche Erfahrung zu erklären, dass manchmal langwierige Eiterungen in Form von Furunkeln, Schweißdrüsenabszessen, juckenden Hautausschlägen, Gesichtspickeln usw. so dann abheilen, wenn die Aufnahme von Schweinefleisch in der Nahrung streng vermieden wird. Es heißt dann weiter in diesem Artikel, dass das Bindegewebe, das alle anderen Gewebe durchzieht, beim Schweinefleisch sehr reich an Schwefel ist. Das schwefelreiche Bindegewebe ist biologisch minderwertig, weil es weicher und schleimiger ist. Wenn Schweinefleisch genossen wird, kommt es zu einem Umbau der derben menschlichen Bindegewebssubstanzen im Sinne einer erhöhten Krankheitsanfälligkeit für Rheuma, Bandscheibenschäden und zu vorzeitigen Abnutzungserscheinungen der Gelenkknorpel. Es heißt dann auch, dass das Schweinefleisch in großem Umfang Cholesterin enthält. Cholesterin ist verantwortlich für die Entstehung der Arteriosklerose. Und dann schreibt er hier, dass das Schwein auch kein gesundes Tier ist. Es wird auch nicht alt. Schweine sterben mindestens oder spätestens mit 5 bis 6 Jahren an Krebs. Jeder Forellenzüchter weiß, dass er seine Forellenbrut nicht mit Schweinefleisch füttern darf, da sie sonst eingeht. Er schreibt dann zum Schluss, dass die Eindämmung des besonders in Deutschland unsinnig hohen Schweinefleischverbrauches nur ganz allmählich durch Aufklärung der Bevölkerung über den Wert bzw. den Unwert des Schweinefleisches zu erreichen ist. Es ist auch heute interessant, dass viele Ärzte jemandem, der ernstlich krank wird, sofort untersagen, Schweinefleisch zu essen, aber das nicht tun, wenn die Person scheinbar noch gesund ist. Schauen Sie, die durch Schweine und andere unreinen Tiere verbreitete Trichinose wird durch einen kleinen Parasiten, den Rundwurm, erzeugt, der in das Muskelgewebe von Tieren und Menschen gelangt. Unter dieser Krankheit leiden weltweit mindestens 60 Millionen Menschen. Dies ist nicht verwunderlich, denn Schwein ist nach wie vor das meistgegessene Fleisch in aller Welt. Nicht nur das Hausschwein ist Erzeuger und Überträger der Trichinose. Diese Krankheit findet sich auch in anderen Tieren, wie zum Beispiel im Bären, dem Walross, Wildschweinen, Ratten, Katzen, Hunden, Eichhörnchen, Kaninchen, Füchsen,
Pferden und Meeressäugetieren. Es ist nicht interessant, alle diese Tiere, die ich aufgeführt habe, werden unrein genannt in der Bibel. So, dann ist das Schwein Überträger einer sehr gefährlichen Art des Bandwurms. Wie wissenschaftliche Forschungsergebnisse nachweisen, kann der durch den Genuss von Schweinefleisch übertragene Bandwurm bis zum Herzen, den Augen oder dem Gehirn vordringen und letztendlich den Tod erzeugen. In einem Werk Medizinische Mikrobiologie von 1994 schrieb der Autor Barron: Die höchste Infektionsrate wird in Ländern festgestellt, in denen ein geringer Grad von Hygiene herrscht und Schwein das Hauptteil der Nahrung ausmacht. Vielmehr den Hauptteil der Nahrung ausmacht, wie in Mexiko, Lateinamerika, Spanien, Portugal, Afrika, Indien, Südostasien und China. Nun, vielfach wird gesagt, dass man die Verbreitung dieser Krankheiten dadurch verhindern kann, dass man das Schweinefleisch gut kocht oder gut brät. Der sicherste Weg ist natürlich der, dass man sich vom Genuss des Schweinefleisches abhält. Und wie wir aus Dr. Mommsens Artikel gelernt haben, kommen zumindest einige der negativen Auswirkungen zustande, die man nicht durch Kochen oder Braten verhindern kann. So, dann sagt uns die Bibel, dass wir keine Raubtiere essen sollen, wie Wölfe, Berglöwen oder auch Raubvögel wie Adler, Geier und so weiter. Nun, der Grund dürfte eindeutig sein. Vielfach erlegen Raubtiere schwache, kranke Tiere oder sie ernähren sich von Aas. Die solche Art gefressene Beute kann natürlich alle möglichen Krankheitserreger haben, die das Raubtier dann in sich aufnimmt, und wenn wir es essen würden, würden die auf uns natürlich dann übertragen werden. Wie wir gelesen haben, verbietet uns Gott auch das Essen unreiner Wassertiere, die keine Flossen und keine Schuppen haben. Auch dafür gibt es wissenschaftliche Gründe. Ein US Navy Buch, Anleitungsbuch, sagt uns Folgendes, und ich zitiere: Alle wichtigen, giftigen Fische sind schuppenlos. Also die schreiben, dass alle wichtigen, giftigen Fische keine Schuppen haben. Die Enzyklopädie des Lebens im Wasser, das 1988 erschien, schreibt zum Beispiel über den Aal, dass sein Blut eine giftige Substanz enthält, die gefährlich ist, wenn sie mit dem Auge in Berührung kommt. Hummer sind gleichfalls aus begreiflichen Gründen unrein. Sie ernähren sich von toten Tieren. Man hat beobachtet, wie sie tote Fische vergraben und sie dann nach einiger Zeit wieder ausgraben, um sie dann zu verzehren. Krebse fressen so ziemlich alles. Sie ernähren sich am liebsten von toten Fischen, aber nehmen auch anderes Aas zu sich. Ebenso ernähren sich Krabben und Garnelen von toten und verwesenden Tieren. Hummer, Krebse und Krabben werden die Mülleimer der Seen, Flüsse und Meere genannt. Das gleiche gilt für Muscheln und Austern. Sie reinigen das Wasser dadurch, dass sie die Bakterien und Virusse im Wasser als Nahrung assimilieren. Wissenschaftler sagen uns, dass der Verzehr von rohen Austern und Muscheln für 85% aller Krankheiten verantwortlich ist, die durch das Essen von Meerestieren hervorgerufen werden. Die bekannteste Krankheit, die insoweit entsteht, ist Cholera, daneben Typhus, Salmonellen und Hepatitis A. Der amerikanische Verbraucherreport für Juli 1993 warnt schwangere Frauen und ältere Menschen sowie Menschen, deren Immunsystem geschwächt ist, davor, ungekochte Krebse zu essen. Wir sehen also, dass Gottes Gebote, das Essen bestimmter Tiere zu meiden, mit Sicherheit auf Gründen der Gesundheit beruht. Wir müssen aber auch feststellen, dass es letztendlich der Offenbarung Gottes bedarf, um genau zu erkennen, welche Tiere zum Verzehr geeignet sind und welche nicht. Von sich aus kann der Mensch vielleicht aus eigener Überlegung und Beobachtung, aufgrund seines gesunden Menschenverstandes, erkennen vielleicht, welche Tiere nicht zu essen sind, aber je nachdem, wo sie aufwachsen, ist ihr gesunder Menschenverstand natürlich von ihrer Umgebung, ihrer Erziehung beeinflusst. Letztendlich kommt es eben darauf an, was Gott uns in seinem Buch der Bibel sagt. Nun, moderne Theologen, die die Auffassung vertreten, dass heute alles Fleisch essbar sei, verweisen auf gewisse Stellen der Bibel, um uns nahezubringen, dass heute eben das Essen von unreinen Tieren erlaubt sei. Und da gibt es mehrere Stellen. Ich möchte kurz eine Stelle noch erwähnen in der heutigen Predigt und werde dann in der nächsten Predigt auf weitere Stellen eingehen.
Und zwar die Stelle, die ich heute noch besprechen möchte, ist die in Apostelgeschichte 10. Der berühmten Vision des Petrus, in dem ihm scheinbar geboten wird, alle möglichen unreinen Tiere zu schlachten und zu essen. Doch wenn wir uns diese Stelle einmal genauer anschauen, was wir jetzt tun wollen, werden wir sehen, dass es sich dabei gar nicht um den Verzehr von unreinen Tieren handelt. Das war nicht der Grund, warum Petrus diese Vision erhielt. Lesen wir einmal in Apostelgeschichte 10, angefangen in Vers 1, um den Zusammenhang zu sehen, worum es hier geht. Apostelgeschichte 10, angefangen in Vers 1, da heißt es: Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Abteilung, die italienische genannt wird oder die italische. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Hause und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Der hatte eine Erscheinung, eine Vision, um die 9. Stunde am Tage und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten, der sprach zu ihm: Cornelius. Er aber sah ihn an, erschrak und fragte: Herr, was ist? Der sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen und er hat ihrer gedacht. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der ist zu Gast bei einem Gerber, Simon, dessen Haus am Meer liegt. Und als der Engel, der mit ihm redete, hinweggegangen war, rief Cornelius zwei seiner Knechte und einen frommen Soldaten von denen, die ihm dienten, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Wir sehen also hier, dass Cornelius drei Menschen nach Joppe sendet. Weiter in Vers 9. Am nächsten Tag, als diese auf dem Wege waren und in der Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach zu beten um die 6. Stunde. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, geriet er in Verzückung. Vers 11. Und sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes, leinenes Tuch herabkommen, an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Nun, wie wir sehen werden, Petrus war keineswegs bereit, selbst in der Vision nicht, diese unreinen Tiere zu essen. Fahren wir in Vers 14 fort. Petrus aber sprach: Oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Viele Jahre nach der Auferstehung Jesu Christi hat Petrus nach wie vor sich geweigert, unreine Tiere zu essen. Vers 15. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Und das geschah dreimal. Und alsbald wurde das Tuch wieder hinaufgenommen, gen Himmel. So, die Stimme spricht dreimal zu Petrus. Könnte dies damit im Zusammenhang stehen, dass drei Männer zu ihm kommen würden, die Cornelius sandte? Vers 17. Als Petrus aber noch ratlos war, was die Erscheinung bedeute, also der hat nicht sofort die Schlussfolgerung gezogen, dass er jetzt alle unreinen Tiere essen könne, die er gesehen hatte, siehe, da fragten die Männer, von Cornelius gesandt, nach dem Haus Simons und standen an der Tür, riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast wäre. Während aber Petrus nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. So steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Wir sehen, dass Petrus keineswegs zu der Schlussfolgerung kam, er könne nun alle unreinen oder verbotenen Tiere essen. Vielmehr war er im Hinblick auf die Erscheinung ratlos und er sandte über deren Bedeutung nach. Vers 21. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr sucht, warum seid ihr hier? Vers 22. Sie sprachen: Der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann, mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich sollte holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Stehe auf, ich bin auch nur ein Mensch. Der hat sich also jetzt nicht von ihm küssen lassen, seine Hand küssen lassen, seinen Siegelring küssen lassen, sich anbeten lassen. Er sagte: Nein, ich bin auch nur ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, in dieser Vision, dass ich unreine Tiere essen kann.
Nein, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Das war der Sinn der Vision, die Petrus erhielt. Er erklärt hier die Bedeutung der Vision. Warum gibt es so viele, die heute diese Stelle total verdrehen und nicht erkennen wollen, was Petrus hier uns sagt, was er den Menschen damals gesagt hat, zur Zeit des Cornelius? Gott hatte ihm gezeigt, dass er keinen Menschen unrein nennen sollte. Schauen Sie, die Juden zur Zeit Christi und Petri weigerten sich, sozialen Kontakt mit Nichtjuden zu haben. Sie weigerten sich zum Beispiel, das Haus eines Nichtjuden zu betreten. Brot, Milch oder Olivenöl, das von heidnischen Bauernhöfen oder Marktplätzen stammte, war den Juden verpönt. Mit einem Heiden zu essen war für Juden undenkbar. Petrus war in solcher Umgebung, in solcher Umwelt groß geworden. Er hatte zweifellos einige dieser falschen Auffassungen übernommen. Deshalb musste Christus ihm durch eine Vision zeigen, dass kein Heide unrein ist, kein Heide gemieden werden soll oder muss oder darf. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 10, Vers 34. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Und dann weiter in Vers 44, wo es heißt: Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Mit anderen Worten, das war jetzt ein Zeichen, das wird nur sehr selten erwähnt. Das sollte beweisen, dass die Heiden jetzt den Heiligen Geist erhalten hatten. Normalerweise bekommt man den Heiligen Geist nicht, es sei denn, dass man zuvor bereut und glaubt und sich dann taufen lässt. Aber hier in diesem Falle hatten die den Heiligen Geist bekommen, weil das eine totale Umwälzung der Eindrücke der Juden war. Die hatten das bis dahin eben nicht erwähnt oder nicht geglaubt oder erlaubt, als erlaubt angesehen, dass Heiden überhaupt den Heiligen Geist bekommen könnten. Und so heißt es jetzt weiter in Vers 47, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Auch da hat Petrus nach wie vor darauf bestanden, dass die getauft wurden. In diesem einzigartigen Fall erhielten sie den Heiligen Geist vor der Taufe, eben um zu zeigen, dass sie jetzt auch Teil des Leibes Christi werden konnten. Die anderen Apostel aber, die davon hörten, die waren keineswegs davon begeistert, dass Petrus die getauft hat, dass Petrus überhaupt zu den Heiden gegangen ist, um ihnen das Wort Gottes zu verkünden. So lesen wir in Apostelgeschichte 11, angefangen Vers 1. Es kam aber den Aposteln und Brüdern in Judäa zu Ohren, dass auch die Heiden Gottes Wort angenommen hatten. Und als Petrus hinaufkam nach Jerusalem, stritten die gläubig gewordenen Juden mit ihm und sprachen: Du bist zu Männern gegangen, die nicht Juden sind, und hast mit ihnen gegessen. Und hören wir nun nochmals die Rechtfertigung, die Erklärung des Petrus an, warum er es getan hat, angefangen in Vers 4. Petrus aber fing an und erzählte es ihnen der Reihe nach und sprach: Ich war in der Stadt Joppe im Gebet und geriet in Verzückung und hatte eine Erscheinung. Ich sah etwas wie ein großes leinenes Tuch herabkommen, an vier Zipfeln niedergelassen vom Himmel, das kam bis zu mir. Und als ich hineinsah, erblickte ich vierfüßige Tiere der Erde und wilde Tiere und kriechende Tiere und Vögel des Himmels. Ich hörte aber auch eine Stimme, die sprach zu mir: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich aber sprach: O nein, Herr, denn es ist nie etwas Verbotenes oder Unreines in meinen Mund gekommen. Aber die Stimme antwortete zum zweiten Male vom Himmel: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Das geschah aber dreimal. Und alles wurde wieder in den Himmel hinaufgezogen. Und siehe, auf einmal standen drei Männer vor dem Hause, in dem wir waren, von Caesarea zu mir gesandt. Und so begriffen auch die Apostel schließlich die Bedeutung der Vision und was Gott erreicht hatte. Und so lesen wir in Vers 18 auf Apostelgeschichte 11. Als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen: So hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die Reue gegeben, die zum Leben führt. Wir sehen also, meine Damen und Herren, dass Apostelgeschichte 10 und 11 keineswegs lehren, man könne jetzt unreine Tiere essen. Die Rede ist vielmehr davon, dass Christus nun auch Heiden, die den Juden als unrein galten, in seine Kirche berief. Dies war der erste Schritt, der 10 Jahre später im Konzil zu Jerusalem gipfeln würde.
wonach dann kein Heide mehr beschnitten werden musste, um in die Kirche aufgenommen zu werden. Die Beschneidung ist ja ebenfalls nicht mehr erforderlich. Und wieder ist es Petrus, der dies deutlich macht. Schauen Sie in Apostelgeschichte 15, was er hier sagt, angefangen in Vers 7. Apostelgeschichte 15 und Vers 7. Da heißt es, als man nun lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Er bezieht sich hier auf diese Vision, die er vor langer Zeit erhalten hatte und die deutlich gemacht hatte, dass Gott jetzt auch Heiden in die Kirche Gottes berief. Vers 8, und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Mit anderen Worten, kein Unterschied zwischen Heiden und Juden. Kein Unterschied zwischen Nicht-Israeliten und Israeliten, soweit es um die Kirche Gottes geht. Aber die Gesetze, die natürlich Gott Israel für alle Zeit gegeben hatte, müssen dann auch von den Heiden gehalten werden. Und ich sagte für alle Zeit, denn es soll ja kein Unterschied bestehen zwischen Israeliten und Nicht-Israeliten. Es ist auch interessant, wenn wir uns noch einmal die Stelle in Apostelgeschichte 10 ansehen, wo es um die Vision geht, dass das Tuch mit den unreinen Tieren nur vierfüßige und wilde oder kriechende Tiere der Erde sowie Vögel enthält, aber keine Meeres- oder Wassertiere. Neben dem Schwein sind es aber gerade solche Lebewesen wie Muscheln und Austern und Hummer und Garnelen und Krebse und Aale und Schildkröten und so weiter, die von vielen heute als Delikatessen betrachtet werden. Doch diese Tiere werden in der Vision des Petrus gar nicht erwähnt. Die Tiere, die erwähnt werden, sind unreine Vögel oder unreine, wilde oder kriechende Tiere, die die meisten Menschen ohnehin nicht essen würden. Auch dies zeigt, dass es bei der Vision nicht um das Essen von unreinen Tieren ging, sondern um die Aufnahme nicht-jüdischer Menschen in die Gemeinschaft der Gläubigen. Und nebenbei gesagt, auch in der Vision ist Petrus keines dieser Tiere, die da in diesem Tuch waren. Bislang haben wir also gesehen, dass die Stellen, die sich mit Tieren befassen, die eben unrein genannt werden, nach wie vor für uns heute Gültigkeit haben und auch in der Zukunft weiterhin Gültigkeit haben werden, dass Gott gar nicht so gerne das sieht, wenn Menschen unreine Tiere zu sich nehmen. In der nächsten Predigt werden wir auf weitere Stellen eingehen, die auch von denen angeführt werden, die uns heute weismachen wollen, dass der Unterschied abgeschafft sei, dass wir heute alle Tiere essen können, dass Christus angeblich alle Speisen gereinigt habe oder für rein erklärt habe, dass dem Reinen alles rein sei und so weiter und so fort. Wir werden uns diese Stellen ansehen und auch Ihnen da deutlich machen, dass diese Stellen keineswegs sagen, dass wir heute das Fleisch unreiner Tiere zu uns nehmen können. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für die Kirche des ewigen Gottes. Mit Geflügel. Welche Vögel sind zum menschlichen Verkehr geeignet? Nun, die Antwort finden wir wiederum in 3. Mose Kapitel 11, angefangen mit Vers 13, und 5. Mose Kapitel 14, angefangen mit Vers 11. Aber wie gesagt, ich möchte diese Stellen jetzt nicht alle vorlesen, sondern möchte kurz etwas dazu sagen. In jedem dieser Abschnitte werden nämlich bestimmte Vogelarten aufgezählt, die nicht für den menschlichen Verkehr oder Verzehr bestimmt sind. Reine Vögel sind nicht aufgeführt. Es werden also nur einige unreine Vögel aufgeführt. Nun, diese unreinen Vögel dienen als Beispiel dafür, was für Eigenschaften ein Vogel haben muss, damit er als rein gilt oder eben als unrein. Nun, die Merkmale reiner Vögel lassen sich zum Beispiel anhand der Taube konstruieren. Die Taube war ja ein reiner Vogel, der geopfert wurde. Und Gott würde niemals zugelassen haben, dass man ihm unreine Tiere opfern würde. Und daraus ergeben sich nun sechs Merkmale
die zeigen, wann ein Vogel rein ist und gegessen werden kann und wann ein Vogel unrein ist und nicht gegessen werden sollte. Die meisten der unreinen Vögel sind ohnehin zu zäh, um gegessen zu werden. Aber ohnehin werden hier diese sechs Merkmale nun aufgeführt. Erstens, sie dürfen keine Raubvögel sein. Zweitens, sie fangen Futter in der Luft auf, bringen es aber auf die Erde zurück und zerteilen es dort, wenn möglich, mit dem Schnabel, bevor sie es fressen. Unreine Vögel dagegen verschlingen ihr Futter entweder direkt in der Luft oder sie halten es mit den Krallen am Boden fest und zerreißen es mit dem Schnabel. Drittens, sie müssen einen verlängerten mittleren Vorderzeh und einen Hinterzeh haben. Viertens, sie müssen ihre Zehen, wenn sie zum Beispiel auf einer Stange sitzen, so spreizen, dass die drei Vorderzehen sich von einer Stelle um die Stange legen, die Hinterzehe von der anderen Seite. Fünftens, sie müssen einen Kropf haben. Und sechstens, sie müssen einen Magen mit zwei Muskelschichten besitzen, die sich leicht voneinander lösen lassen. Reine Vögel weisen alle diese Eigenschaften auf. Bei unreinen Vögeln fehlt zumindest eine dieser Eigenschaften, sodass man von daher eben sehen kann, welche Vögel laut Gottes Gesetz rein sind. Neben der Taube, zum Beispiel die Ente, der Fasan, die Gans, das Haushuhn, das Rebhuhn, der Truthahn, die Wachtel, das Waldhuhn, alle Singvögel und auch der Schwan. Nun, in einigen Übersetzungen, wie zum Beispiel der Lutherbibel, wird der Schwan irrtümlich als ein unreiner Vogel übersetzt, aber das ist eine Fehlübersetzung. Es sollte hier Kormoran heißen. Unreine Vögel, Bakterien und Virusse im Wasser als Nahrung assimilieren. Wissenschaftler sagen uns, dass der Verzehr von rohen Austern und Muscheln für 85% aller Krankheiten verantwortlich ist, die durch das Essen von Meerestieren hervorgerufen werden. Die bekannteste Krankheit, die insoweit entsteht, ist Cholera, daneben Typhus, Salmonellen und Hepatitis A. Der amerikanische Verbraucherreport für Juli 1993 warnt schwangere Frauen und ältere Menschen sowie Menschen, deren Immunsystem geschwächt ist, davor, ungekochte Krebse zu essen. Wir sehen also, dass Gottes Gebote, das Essen bestimmter Tiere zu meiden, mit Sicherheit auf Gründen der Gesundheit beruht. Wir müssen aber auch feststellen, dass es letztendlich der Offenbarung Gottes bedarf, um genau zu erkennen, welche Tiere zum Verzehr geeignet sind und welche nicht. Von sich aus kann der Mensch vielleicht aus eigener Überlegung und Beobachtung, aufgrund seines gesunden Menschenverstandes, erkennen vielleicht, welche Tiere nicht zu essen sind, aber je nachdem, wo sie aufwachsen, ist ihr gesunder Menschenverstand natürlich von ihrer Umgebung, ihrer Erziehung beeinflusst. Letztendlich kommt es eben darauf an, was Gott uns in seinem Buch der Bibel sagt. Nun, moderne Theologen, die die Auffassung vertreten, dass heute alles Fleisch essbar sei, verweisen auf gewisse Stellen der Bibel, um uns nahezubringen, dass heute eben das Essen von unreinen Tieren erlaubt sei. Und da gibt es mehrere Stellen. Ich möchte kurz eine Stelle noch erwähnen in der heutigen Predigt und werde dann in der nächsten Predigt auf weitere Stellen eingehen. Und zwar die Stelle, die ich heute noch besprechen möchte, ist die in Apostelgeschichte 10. Der berühmten Vision des Petrus, in dem ihm scheinbar geboten wird, alle möglichen unreinen Tiere zu schlachten und zu essen. Doch wenn wir uns diese Stelle einmal genauer anschauen, was wir jetzt tun wollen, werden wir sehen, dass es sich dabei gar nicht um den Verzehr von unreinen Tieren handelt. Das war nicht der Grund, warum Petrus diese Vision erhielt. Lesen wir einmal in Apostelgeschichte 10, angefangen in Vers 1, um den Zusammenhang zu sehen, worum es hier geht. Apostelgeschichte 10, angefangen in Vers 1, da heißt es: Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Abteilung, die italienische genannt wird oder die italische. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Hause und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Der hatte eine Erscheinung, eine Vision, um die 9. Stunde am Tage und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten, der sprach zu ihm: Cornelius. Er aber sah ihn an, erschrak und fragte: Herr, was ist? Der sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen und er hat ihrer gedacht. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der ist zu Gast bei einem Gerber, Simon, dessen Haus am Meer liegt. Und als der Engel zum Abend, denn sie sind euch unrein, Vers 29, diese sollen euch unrein sein unter den Tieren, die auf der Erde wimmeln,
Das Wiesel, die Maus, die Kröte, ein jedes mit seiner Art und so weiter, Vers 31, die sind euch unrein unter allem, was da kriecht. Wer ihr Aas anrührt, der wird unrein sein bis zum Abend. Und auch wiederum Vers 32, und alles, worauf ihr Aas fällt, das wird unrein, jedes hölzerne Gefäß oder Kleider oder Fell oder Sack. Und alles Gerät, das zum Gebrauch dient, soll man ins Wasser tun, es ist unrein bis zum Abend und dann wieder rein. Also schauen Sie, diese Unreinheit, die hier erzeugt wurde, hielt nur bis zum Abend vor. Interessant ist auch, dass selbst das Anrühren eines, das Aas eines reinen Tieres jemanden unrein machte. Also nicht nur, wenn jemand das Aas eines unreinen Tieres trug, sondern auch jemand, der das Aas eines reinen Tieres trug, wurde unrein bis zum Abend. Schauen wir uns das an in 3. Mose 11 und im Vers 39. Da heißt es, wenn eines von den Tieren stirbt, die euch zur Speise dienen, wer ihr Aas anrührt, wird unrein sein bis zum Abend. Das bedeutet nun, dass diese Unreinheit, in anderen Worten, man hat jetzt also ein Aas angefasst, nicht gegessen, aber angefasst, und dann wurde man unrein bis zum Abend, diese Unreinheit war strikt ritualistischen Charakters. Denn die Unreinheit, die hat ja nur bis zum Abend gewährt. Und dann war die Person wieder rein. Das Essen von unreinen Tieren war jedoch kein rituales Gesetz. Denn das hatte keine zeitliche Begrenzung. Sie können nirgendwo lesen, dass es heißt, wenn jemand von einem unreinen Tier aß, der war dann nur unrein bis zum Abend und dann war er wieder rein. Das findet man nirgendwo in der Bibel. Der Unterschied wird deutlich gemacht. Da mussten ganz andere Dinge getan werden. Man musste ein Opfer bringen, um dadurch Vergebung von Sünde zu erlangen im Alten Testament. Wir verstehen natürlich, dass im Neuen Testament die Opfergesetze abgeschafft sind durch den Opfertod Jesu Christi. Aber Sünde bleibt es gleichwohl. Wie ich sagte, nirgendwo heißt es im Alten Testament, dass jemand, der unreines Fleisch gegessen hat, nur bis zum Abend unrein war. Der war in Gottes Augen unrein, wie wir ja vorher schon gelesen haben, dadurch, dass er unreines Fleisch zu sich nahm. Das Essen von unreinen Tieren war kein Ritualgesetz, das vergänglich war und nur für eine gewisse Zeit lang Bestand hatte. Nun, das Verbot des Essens von dem Aas reiner Tiere, achten Sie darauf, reiner Tiere, das auch für Israeliten galt, galt nicht für Ausländer. Auch das zeigt, dass es sich hierbei um ein Ritualgesetz gehandelt hat, nicht um ein zeitloses Gesetz, denn wenn wir noch sehen werden, waren nämlich die Gesetze, die Gott uns gegeben hat, bezüglich humoristisch, denn die Leute, die dabei waren, diese Hummer zu kaufen, die hatten das gar nicht gerne gehört. Aber in der Tat essen heute viele Tiere, wie zum Beispiel Hummer. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich vor vielen Jahren einmal mit einem Freund in ein Restaurant gegangen bin und wir haben uns da eine große Schale von Austern bestellt und wir bekamen dann einen großen Berg von Austern serviert und wir sahen uns schon ein bisschen merkwürdig an, denn die sahen gar nicht so appetitlich aus. Und wir haben dann nur einen kurzen kleinen Bissen davon genommen und dann höflichst darum gebeten, die Austern wieder von unserem Tisch zu entfernen. Damals hatte ich keinerlei Ahnung von irgendwelchen Speisegesetzen, die vielleicht in der Bibel Erwähnung finden. Es sah irgendwie gar nicht so appetitlich aus für mich, aber Sie mögen jetzt sagen, ja, das liegt aber an mir, das lag an mir, so wie ich aufgewachsen bin, wie ich erzogen worden bin. In vielen Teilen der Welt essen Menschen Tiere, die wir vielleicht in der westlichen Welt ablehnen würden, als Gräuel betrachten würden, wie zum Beispiel schokoladenüberbackene Skorpione oder Würmer. Aber dann, wenn Sie mit einem orthodoxen Juden sprechen oder einem Moslem, der wird sich mit Gräuel von Ihnen abwenden, wenn Sie ihm sagen, dass Sie Schweinefleisch essen oder Pferdeblut trinken oder Blutwurst zu sich nehmen. Wer entscheidet, welche Tiere man essen kann, welche Speisen man zu sich nehmen darf und welche Speisen man eben nicht zu sich nehmen sollte? Nun, Sie werden höchstwahrscheinlich schon wissen, worauf ich hinaus will. Es gibt in der Tat Speisegesetze in der Bibel. Und die Stellen, die vielleicht einigen von uns bekannt sind, die die Tiere aufführen, die gegessen werden können, und solche, die nicht gegessen werden sollten, finden sich in Stellen wie 3. Mose Kapitel 11 und 5. Mose Kapitel 14. Nun möchte ich jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht all diese Stellen
genau vorlesen, aber ich möchte kurz auf einige Passagen eingehen und Ihnen eine gewisse Zusammenfassung geben von Tieren, die laut dieser Bibelstellen gegessen werden können und die eben nicht gegessen werden sollten. Zunächst einmal, wenn Sie mit mir zusammen 5. Mose Kapitel 14, die Verse 4 bis 8 lesen wollen, dann findet sich folgende Äußerung. In 5. Mose 14, angefangen mit Vers 4. Dies aber sind die Tiere, die ihr essen dürft. Rind, Schaf und natürlich damit auch Lamm, Ziege, Hirsch, Reh, Damhirsch, Steinbock, Gämse, Auerochs und Antilope. Jedes Tier, das gespaltene Klauen hat, ganz durchgespalten und das wiederkäut, dürft ihr essen. Diese Tiere aber sollt ihr nicht essen unter denen, die wiederkäuen und gespaltene Klauen haben. Das Kamel, den Hasen und den Klippdachs. Die Wiederkäuen, deren Klauen aber nicht ganz durchgespalten sind, darum sollen sie, schauen Sie, diese Unreinheit, die hier erzeugt wurde, hielt nur bis zum Abend vor. Interessant ist auch, dass selbst das Anrühren das Aas eines reinen Tieres jemanden unrein macht. Also nicht nur, wenn jemand das Aas eines unreinen Tieres trug, sondern auch jemand, der das Aas eines reinen Tieres trug, wurde unrein bis zum Abend. Schauen wir uns das an in 3. Mose 11. Und im Vers 39, da heißt es, wenn eines von den Tieren stirbt, die euch zur Speise dienen, wer ihr Aas anrührt, wird unrein sein bis zum Abend. Das bedeutet nun, dass diese Unreinheit, in anderen Worten, man hat jetzt also ein Aas angefasst, nicht gegessen, aber angefasst, und dann wurde man unrein bis zum Abend, diese Unreinheit war strikt ritualistischen Charakters. Denn die Unreinheit, die hat ja nur bis zum Abend gewährt. Und dann war die Person wieder rein. Das Essen von unreinen Tieren war jedoch kein rituales Gesetz. Denn das hatte keine zeitliche Begrenzung. Sie können nirgendwo lesen, dass es heißt, wenn jemand von einem unreinen Tier aß, der war dann nur unrein bis zum Abend und dann war er wieder rein. Das findet man nirgendwo in der Bibel. Der Unterschied wird deutlich gemacht. Da mussten ganz andere Dinge getan werden. Man musste ein Opfer bringen, um dadurch Vergebung von Sünde zu erlangen im Alten Testament. Wir verstehen natürlich, dass im Neuen Testament die Opfergesetze abgeschafft sind durch den Opfertod Jesu Christi. Aber Sünde bleibt es gleichwohl. Wie ich sagte, nirgendwo heißt es im Alten Testament, dass jemand, der unreines Fleisch gegessen hat, nur bis zum Abend unrein war. Der war in Gottes Augen unrein, wie wir ja vorhin schon gelesen haben, dadurch, dass er unreines Fleisch zu sich nahm. Das Essen von unreinen Tieren war kein Ritualgesetz, das vergänglich war und nur für eine gewisse Zeit lang Bestand hatte. Nun, das Verbot des Essens von dem Aas reiner Tiere, achten Sie darauf, reiner Tiere, das auch für Israeliten galt, galt nicht für Ausländer. Auch das zeigt, dass es sich hierbei um ein Ritualgesetz gehandelt hat, nicht um ein zeitloses Gesetz, denn wenn wir noch sehen werden, waren nämlich die Gesetze, die Gott uns gegeben hat bezüglich des Verzehrs von reinen und unreinen Tieren, aus gesundheitlichen Gründen gegeben worden. Und Gott hätte ja nicht den Israeliten erlaubt, etwas Ausländern zu geben, was für die gesundheitlich schädlich gewesen wäre. Schauen wir uns 5. Mose Kapitel 14 einmal an. 5. Mose Kapitel 14 und Vers 21. Ihr sollt kein Aas essen, aber der Zusammenhang ist hier der Verzehr von reinen Tieren. Aber ihr sollt auch kein Aas von reinen Tieren essen. Dem Fremdling in deiner Stadt darfst du es geben, dass er es esse und dass er es verkauft. Er wird unrein sein bis zum Abend. Also hier sehen wir, dass das ein Ritualgesetz war. Man wurde am Abend wieder rein, wenn man sich dann gewaschen hat. Und das hat natürlich auch eine gewisse gesundheitliche Bedeutung, denn wenn man zum Beispiel Aas isst von reinen Tieren, dann weiß man auch nicht unbedingt, warum ein solches Tier gestorben ist. Das kann ja durchaus auch Krankheitserreger haben. Also auch da sollte man natürlich das nicht tun. Aber es war wiederum hier ein Ritualgesetz, dass wenn einer es tat, der war dann unrein nur bis zum Abend. Wenn einer das Aas trug, auch da wiederum, gesundheitliche Vorschriften spielen da auch eine Rolle. Wenn man ein Tier anfasst, das gestorben ist, auch heute noch sollte man sich dann nachher die Hände waschen. Man weiß ja nicht, was für Bakterien, was für Viren da mitgespielt haben. Nun könnte man sich die Frage stellen, warum hat dann Gott überhaupt unreine Tiere wie zum Beispiel das Schwein erschaffen, wenn das solche Gräuel sind?
Warum werden die so negativ beschrieben? Nun, Gott hat diese unreinen Tiere geschaffen, nicht zum Verzehr, nicht als Speise, aber die haben durchaus eine wichtige Funktion in der Natur. Gott hat zum Beispiel ja auch giftige Pilze erschaffen. Nun, der hat sie nicht erschaffen, damit wir sie essen und daran sterben, aber die haben eine wichtige Funktion innerhalb der Natur, um das Gleichgewicht der Natur auszugleichen. So wird zum Beispiel der Aasgeier die Gesundheitspolizei genannt. Der ist eben das Aas von verendeten Tieren. Es ist zwar ein widerlicher Anblick, wenn man sieht, wie so ein Aasgeier da so ein Tier zerpflückt und zerreißt, aber gleichwohl hat ein solcher Aasgeier eine Funktion. Eine Herde von Hyänen oder eine Herde von Wölfen oder ein Rudel von Wölfen, die ein verendetes Tier dann auffressen, die haben eine wichtige Funktion. Aber eben nicht, der Grund ist eben nicht der, dass man sie jetzt essen kann. Deshalb sind sie nicht erschaffen worden. Nun wollen wir uns die folgende Frage einmal näher anschauen. Und zwar, warum hat Gott den Israeliten verboten? Warum verbietet uns Gott heute als geistlichen Israeliten, Tiere wie zum Beispiel Schweine, Muscheln, Krabben, Hummer, Aale, Pferde, Hunde und so weiter zu essen? Warum werden die unrein genannt? Warum sollen die nicht gegessen werden? Und wie ich schon sagte, hat das durchaus gesundheitliche Gründe. Und ich will einmal kurz jetzt darauf eingehen. Zum Beispiel der Expositor's Bible Commentary, der aus dem Jahre 1990 folgende Einführung zum dritten Buch Mose angibt, sagt uns deutlich, dass diese Speisegesetze Gottes durchaus Gottes Willen und seine Sorge um die Gesundheit seines Volkes offenbaren. Andere haben dies in Frage gestellt. Andere haben gemeint, ja, das hat mit Gesundheit nichts zu tun. Gott hat diese Gesetze nur erlassen in willkürlicher Weise, um die Israeliten, dass sie Schweinefleisch essen oder Pferdeblut trinken oder Blutwurst zu sich nehmen. Wer entscheidet, welche Tiere man essen kann, welche Speisen man zu sich nehmen darf und welche Speisen man eben nicht zu sich nehmen sollte? Nun, Sie werden höchstwahrscheinlich schon wissen, worauf ich hinaus will. Es gibt in der Tat Speisegesetze in der Bibel. Und die Stellen, die vielleicht einigen von uns bekannt sind, die die Tiere aufführen, die gegessen werden können, und solche, die nicht gegessen werden sollten, finden sich in Stellen wie 3. Mose Kapitel 11 und 5. Mose Kapitel 14. Nun möchte ich jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht all diese Stellen genau vorlesen, aber ich möchte kurz auf einige Passagen eingehen und Ihnen eine gewisse Zusammenfassung geben von Tieren, die laut dieser Bibelstellen gegessen werden können und die eben nicht gegessen werden sollten. Zunächst einmal, wenn Sie mit mir zusammen 5. Mose Kapitel 14, die Verse 4 bis 8 lesen wollen, dann findet sich folgende Äußerung. In 5. Mose 14, angefangen mit Vers 4. Dies aber sind die Tiere, die ihr essen dürft. Rind, Schaf und natürlich damit auch Lamm, Ziege, Hirsch, Reh, Damhirsch, Steinbock, Gämse, Auerochs und Antilope. Jedes Tier, das gespaltene Klauen hat, ganz durchgespalten und das wiederkäut, dürft ihr essen. Diese Tiere aber sollt ihr nicht essen unter denen, die wiederkäuen und gespaltene Klauen haben. Das Kamel, den Hasen und den Klippdachs. Die wiederkäuen, deren Klauen aber nicht ganz durchgespalten sind, darum sollen sie euch unrein sein. Das Schwein, das zwar durchgespaltene Klauen hat, aber nicht wiederkäut, soll euch darum unrein sein. Ihr Fleisch sollt ihr nicht essen. Also hier werden an dieser Stelle bereits Tiere aufgeführt, die man essen kann. Die werden als rein bezeichnet. Und dann Tiere, die man nicht essen sollte, die werden als unrein bezeichnet. Mit anderen Worten ist Pferdefleisch dann also nicht für den menschlichen Verzehr geeignet. Denn Pferde haben keine gespaltenen Hufe. Und sie sind auch keine Wiederkäuer. Ähnlich ist auch Schweinefleisch in jeder Form. Und alles, was daraus als Schinken, Speck oder Wurst hergestellt und angeboten wird, nicht für den menschlichen Verzehr geeignet, wenn man die Bibel zu Rate nimmt. Das gleiche gilt für Hasen, Elefanten, Kamele, Schlangen, Eichhörnchen, Frösche, Hunde, Katzen, Bären, Robben und ähnliche Tiere. Da findet sich schon eine interessante Unterscheidung mit anderen, die auch angeblich die Speisegesetze halten, aber die würden zum Beispiel Kamele essen.
Aber die Bibel sagt eindeutig, dass das Kamel nicht gegessen werden soll. Wie verhält es sich jetzt zum Beispiel mit Portugal, Afrika, Indien, Südostasien und China? Nun, vielfach wird gesagt, dass man die Verbreitung dieser Krankheiten dadurch verhindern kann, dass man das Schweinefleisch gut kocht oder gut brät. Der sicherste Weg ist natürlich der, dass man sich vom Genuss des Schweinefleisches abhält. Und wie wir aus Dr. Mommsens Artikel gelernt haben, kommen zumindest einige der negativen Auswirkungen zustande, die man nicht durch Kochen oder Braten verhindern kann. So, dann sagt uns die Bibel, dass wir keine Raubtiere essen sollen, wie Wölfe, Berglöwen oder auch Raubvögel wie Adler, Geier und so weiter. Nun, der Grund dürfte eindeutig sein. Vielfach erlegen Raubtiere schwache, kranke Tiere oder sie ernähren sich von Aas. Die solche Art gefressene Beute kann natürlich alle möglichen Krankheitserreger haben, die das Raubtier dann in sich aufnimmt, und wenn wir es essen würden, würden die auf uns natürlich dann übertragen werden. Wie wir gelesen haben, verbietet uns Gott auch das Essen unreiner Wassertiere, die keine Flossen und keine Schuppen haben. Auch dafür gibt es wissenschaftliche Gründe. Ein US Navy Buch, Anleitungsbuch, sagt uns Folgendes, und ich zitiere: Alle wichtigen, giftigen Fische sind schuppenlos. Also die schreiben, dass alle wichtigen, giftigen Fische keine Schuppen haben. Die Enzyklopädie des Lebens im Wasser, das 1988 erschien, schreibt zum Beispiel über den Aal, dass sein Blut eine giftige Substanz enthält, die gefährlich ist, wenn sie mit dem Auge in Berührung kommt. Hummer sind gleichfalls aus begreiflichen Gründen unrein. Sie ernähren sich von toten Tieren. Man hat beobachtet, wie sie tote Fische vergraben und sie dann nach einiger Zeit wieder ausgraben, um sie dann zu verzehren. Krebse fressen so ziemlich alles. Sie ernähren sich am liebsten von toten Fischen, aber nehmen auch anderes Aas zu sich. Ebenso ernähren sich Krabben und Garnelen von toten und verwesenden Tieren. Hummer, Krebse und Krabben werden die Mülleimer der Seen, Flüsse und Meere genannt. Das gleiche gilt für Muscheln und Austern. Sie reinigen das Wasser dadurch, dass sie die Bakterien und Virusse im Wasser als Nahrung assimilieren. Wissenschaftler sagen uns, dass der Verzehr von rohen Austern und Muscheln für 85% aller Krankheiten verantwortlich ist, die durch das Essen von Meerestieren hervorgerufen werden. Die bekannteste Krankheit, die insoweit entsteht, ist Cholera, daneben Typhus, Salmonellen und Hepatitis A. Der amerikanische Verbraucherreport für Juli 1993 warnt schwangere Frauen und ältere Menschen sowie Menschen, deren Immunsystem geschwächt ist, davor, ungekochte Krebse zu essen. Wer ihr Aas anrührt, der wird unrein sein bis zum Abend. Und auch wiederum Vers 32. Und alles, worauf ihr Aas fällt, das wird unrein, jedes hölzerne Gefäß oder Kleider oder Fell oder Sack. Und alles Gerät, das zum Gebrauch dient, soll man ins Wasser tun. Es ist unrein bis zum Abend und dann wieder rein. Also schauen Sie, diese Unreinheit, die hier erzeugt wurde, hielt nur bis zum Abend vor. Interessant ist auch, dass selbst das Anrühren das Aas eines reinen Tieres jemanden unrein macht. Also nicht nur, wenn jemand das Aas eines unreinen Tieres trug, sondern auch jemand, der das Aas eines reinen Tieres trug, wurde unrein bis zum Abend. Schauen wir uns das an in 3. Mose 11 und im Vers 39. Da heißt es: Wenn eines von den Tieren stirbt, die euch zur Speise dienen, wer ihr Aas anrührt, wird unrein sein bis zum Abend. Das bedeutet nun, dass diese Unreinheit, in anderen Worten, man hat jetzt also ein Aas angefasst, nicht gegessen, aber angefasst, und dann wurde man unrein bis zum Abend, diese Unreinheit war strikt ritualistischen Charakters. Denn die Unreinheit, die hat ja nur bis zum Abend gewährt. Und dann war die Person wieder rein. Das Essen von unreinen Tieren war jedoch kein rituales Gesetz, denn das hatte keine zeitliche Begrenzung. Sie können nirgendwo lesen, dass es heißt, wenn jemand von einem unreinen Tier aß, der war dann nur unrein bis zum Abend und dann war er wieder rein. Das findet man nirgendwo in der Bibel. Der Unterschied wird deutlich gemacht. Da mussten ganz andere Dinge getan werden. Man musste ein Opfer bringen
um dadurch Vergebung von Sünde zu erlangen im Alten Testament. Wir verstehen natürlich, dass im Neuen Testament die Opfergesetze abgeschafft sind durch den Opfertod Jesu Christi, aber Sünde bleibt es gleichwohl. Wie ich sagte, nirgendwo heißt es im Alten Testament, dass jemand, der unreines Fleisch gegessen hat, nur bis zum Abend unrein war. Der war in Gottes Augen unrein, wie wir ja vorhin schon gelesen haben, dadurch, dass er unreines Fleisch zu sich nahm. Das Essen von unreinen Tieren war kein Ritualgesetz, das vergänglich war und nur für eine gewisse Zeit lang Bestand hatte. Nun, das Verbot des Essens von dem Aas reiner Tiere, achten Sie darauf, reiner Tiere, das auch für Israeliten galt, galt nicht für Ausländer. Auch das zeigt, dass es sich hierbei um ein Ritualgesetz gehandelt hat, nicht um ein zeitloses Gesetz, denn wenn wir noch sehen werden, waren nämlich die Gesetze, die Gott uns gegeben hat bezüglich des Verzehrs von reinen und unreinen Tieren, aus gesundheitlichen Gründen gegeben worden. Und Gott hätte ja nicht den Israeliten erlaubt, etwas Ausländern zu geben, was für die gesundheitlich schädlich gewesen wäre. Schauen wir uns 5. Mose Kapitel 14. Nun, der Grund dürfte eindeutig sein. Vielfach erlegen Raubtiere schwache, kranke Tiere oder sie ernähren sich von Aas. Die solcher Art gefressene Beute kann natürlich alle möglichen Krankheitserreger haben, die das Raubtier dann in sich aufnimmt, und wenn wir es essen würden, würden die auf uns natürlich dann übertragen werden. Wie wir gelesen haben, verbietet uns Gott auch das Essen unreiner Wassertiere, die keine Flossen und keine Schuppen haben. Auch dafür gibt es wissenschaftliche Gründe. Ein US Navy Buch, Anleitungsbuch, sagt uns Folgendes, und ich zitiere: Alle wichtigen, giftigen Fische sind schuppenlos. Also die schreiben, dass alle wichtigen, giftigen Fische keine Schuppen haben. Die Enzyklopädie des Lebens im Wasser, das 1988 erschien, schreibt zum Beispiel über den Aal, dass sein Blut eine giftige Substanz enthält, die gefährlich ist, wenn sie mit dem Auge in Berührung kommt. Hummer sind gleichfalls aus begreiflichen Gründen unrein. Sie ernähren sich von toten Tieren. Man hat beobachtet, wie sie tote Fische vergraben und sie dann nach einiger Zeit wieder ausgraben, um sie dann zu verzehren. Krebse fressen so ziemlich alles. Sie ernähren sich am liebsten von toten Fischen, aber nehmen auch anderes Aas zu sich. Ebenso ernähren sich Krabben und Garnelen von toten und verwesenden Tieren. Hummer, Krebse und Krabben werden die Mülleimer der Seen, Flüsse und Meere genannt. Das gleiche gilt für Muscheln und Austern. Sie reinigen das Wasser dadurch, dass sie die Bakterien und Virusse im Wasser als Nahrung assimilieren. Wissenschaftler sagen uns, dass der Verzehr von rohen Austern und Muscheln für 85% aller Krankheiten verantwortlich ist, die durch das Essen von Meerestieren hervorgerufen werden. Die bekannteste Krankheit, die insoweit entsteht, ist Cholera, daneben Typhus, Salmonellen und Hepatitis A. Der amerikanische Verbraucherreport für Juli 1993 warnt schwangere Frauen und ältere Menschen sowie Menschen, deren Immunsystem geschwächt ist, davor, ungekochte Krebse zu essen. Wir sehen also, dass Gottes Gebote, das Essen bestimmter Tiere zu meiden, mit Sicherheit auf Gründen der Gesundheit beruht. Wir müssen aber auch feststellen, dass es letztendlich der Offenbarung Gottes bedarf, um genau zu erkennen, welche Tiere zum Verzehr geeignet sind und welche nicht. Von sich aus kann der Mensch vielleicht aus eigener Überlegung und Beobachtung aufgrund seines gesunden Menschenverstandes erkennen, vielleicht welche Tiere nicht zu essen sind, aber je nachdem, wo sie aufwachsen, ist ihr gesunder Menschenverstand natürlich von ihrer Umgebung, ihrer Erziehung beeinflusst. Letztendlich kommt es eben darauf an, was Gott uns in seinem Spanien, Portugal, Afrika, Indien, Südostasien und China. Nun, vielfach wird gesagt, dass man die Verbreitung dieser Krankheiten dadurch verhindern kann, dass man das Schweinefleisch gut kocht oder gut brät. Der sicherste Weg ist natürlich der, dass man sich vom Genuss des Schweinefleisches abhält. Und wie wir aus Dr. Mommsens Artikel gelernt haben, kommen zumindest einige der negativen Auswirkungen zustande, die man nicht durch Kochen oder Braten verhindern kann. So, dann sagt uns die Bibel, dass wir keine Raubtiere essen sollen, wie Wölfe, Berglöwen oder auch Raubvögel wie Adler, Geier und so weiter.
Nun, der Grund dürfte eindeutig sein. Vielfach erlegen Raubtiere schwache, kranke Tiere oder sie ernähren sich von Aas. Die solcher Art gefressene Beute kann natürlich alle möglichen Krankheitserreger haben, die das Raubtier dann in sich aufnimmt, und wenn wir es essen würden, würden die auf uns natürlich dann übertragen werden. Wie wir gelesen haben, verbietet uns Gott auch das Essen unreiner Wassertiere, die keine Flossen und keine Schuppen haben. Auch dafür gibt es wissenschaftliche Gründe. Ein US Navy Buch, Anleitungsbuch, sagt uns Folgendes, und ich zitiere: Alle wichtigen, giftigen Fische sind schuppenlos. Also die schreiben, dass alle wichtigen, giftigen Fische keine Schuppen haben. Die Enzyklopädie des Lebens im Wasser, das 1988 erschien, schreibt zum Beispiel über den Aal, dass sein Blut eine giftige Substanz enthält, die gefährlich ist, wenn sie mit dem Auge in Berührung kommt. Hummer sind gleichfalls aus begreiflichen Gründen unrein. Sie ernähren sich von toten Tieren. Man hat beobachtet, wie sie tote Fische vergraben und sie dann nach einiger Zeit wieder ausgraben, um sie dann zu verzehren. Krebse fressen so ziemlich alles. Sie ernähren sich am liebsten von toten Fischen, aber nehmen auch anderes Aas zu sich. Ebenso ernähren sich Krabben und Garnelen von toten und verwesenden Tieren. Hummer, Krebse und Krabben werden die Mülleimer der Seen, Flüsse und Meere genannt. Das gleiche gilt für Muscheln und Austern. Sie reinigen das Wasser dadurch, dass sie die Bakterien und Virusse im Wasser als Nahrung assimilieren. Wissenschaftler sagen uns, dass der Verzehr von rohen Austern und Muscheln für 85% aller Krankheiten verantwortlich ist, die durch das Essen von Meerestieren hervorgerufen werden. Die bekannteste Krankheit, die insoweit entsteht, ist Cholera, daneben Typhus, Salmonellen und Hepatitis A. Der amerikanische Verbraucherreport für Juli 1993 warnt schwangere Frauen und ältere Menschen sowie Menschen, deren Immunsystem geschwächt ist, davor, ungekocht Zeitpunkt der Wiederkunft Christi unreine Vögel geben wird, unreine Tiere, so wie es Gott sieht. Diese Unterscheidung ist nicht aufgehoben worden zur Zeit von Petrus oder zur Zeit, als Jesus Christus gestorben ist. Dies wäre in der Tat eine merkwürdige Feststellung, wenn diese Unterscheidung nicht mehr bestehen würde. Schauen wir uns eine Stelle in Jesaja Kapitel 65 an, die ebenfalls von der Zukunft handelt. Die Prophezeiungen in Jesaja 65, 66 und so weiter sind ja zukünftige Prophezeiungen, die noch gar nicht stattgefunden haben, aber sie zeigen uns, wie Gott die Dinge betrachtet. Jesaja 65, angefangen in Vers 2. Es heißt hier: Ich streckte meine Hände aus den ganzen Tag nach einem ungehorsamen Volk, das nach seinen eigenen Gedanken wandelt, auf einem Wege, der nicht gut ist. Jetzt lesen Sie mit mir Vers 3. Nach einem Volk, das mich beständig ins Angesicht kränkt. Sie opfern in den Gärten und räuchern auf Ziegelsteinen. Sie sitzen in Gräbern und bleiben über Nacht in Höhlen, essen Schweinefleisch und haben Gräuelsuppen in ihren Töpfen und sprechen: Bleib weg und rühr mich nicht an, denn ich bin für dich heilig. Die sollen ein Rauch werden in meiner Nase, ein Feuer, das den ganzen Tag brennt. Hier behandelt Gott die Bestrafung von Menschen, die sich als heilig ausgeben, die sich nicht mit anderen unheiligen Menschen einlassen wollen und die gleichwohl Schweinefleisch essen und gräuliches Getier, wie es heißt, in ihren Gräuelsuppen. Schauen wir uns auch also Jesaja Kapitel 66 an, Jesaja 66 und in Vers 15. Jesaja 66 und Vers 15. Es heißt hier: Denn siehe, der Herr wird kommen. Mit anderen Worten hier eine klare Anspielung auf die Wiederkunft Jesu Christi. Der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter, dass er vergelte in Grimm seines Zornes und mit scheltenden Feuerflammen. Und die revidierte Lutherbibel, die ich hier habe, weist hier auch als Parallelstelle auf Offenbarung Kapitel 19 hin, die eben von der Wiederkunft Jesu Christi handelt. Vers 16: Denn der Herr wird durch Feuer die ganze Erde richten und durch sein Schwert alles Fleisch, und der vom Herrn Getöteten werden viele sein. Das heißt dann weiter in Vers 17: Die sich heiligen und reinigen für das Opfer in den Gärten, dem einen nach, der in der Mitte ist, und Schweinefleisch essen, gräuliches Getier
und Mäuse, die sollen miteinander weggerafft werden, spricht der Herr. Das sieht nicht so aus, als ob es Gott gleichgültig ist, was wir heute so zu uns nehmen, was wir heute so essen. In Vers 18 sagt er, ich kenne ihre Werke und ihre Gedanken und komme, um alle Völker und Zungen zu versammeln, dass sie Pferden und Meeressäugetieren. Es ist nicht interessant, alle diese Tiere, die ich aufgeführt habe, werden unrein genannt in der Bibel. So, dann ist das Schwein Überträger einer sehr gefährlichen Art des Bandwurms. Wie wissenschaftliche Forschungsergebnisse nachweisen, kann der durch den Genuss von Schweinefleisch übertragene Bandwurm bis zum Herzen, den Augen oder dem Gehirn vordringen und letztendlich den Tod erzeugen. In einem Werk Medizinische Mikrobiologie von 1994 schrieb der Autor Barron, die höchste Infektionsrate wird in Ländern festgestellt, in denen ein geringer Grad von Hygiene herrscht und Schwein das Hauptteil der Nahrung ausmacht. Vielmehr den Hauptteil der Nahrung ausmacht, wie in Mexiko, Lateinamerika, Spanien, Portugal, Afrika, Indien, Südostasien und China. Nun, vielfach wird gesagt, dass man die Verbreitung dieser Krankheiten dadurch verhindern kann, dass man das Schweinefleisch gut kocht oder gut brät. Der sicherste Weg ist natürlich der, dass man sich vom Genuss des Schweinefleisches abhält. Und wie wir aus Dr. Mommsens Artikel gelernt haben, kommen zumindest einige der negativen Auswirkungen zustande, die man nicht durch Kochen oder Braten verhindern kann. So, dann sagt uns die Bibel, dass wir keine Raubtiere essen sollen, wie Wölfe, Berglöwen oder auch Raubvögel wie Adler, Geier und so weiter. Nun, der Grund dürfte eindeutig sein. Vielfach erlegen Raubtiere schwache, kranke Tiere oder sie ernähren sich von Aas. Die solcher Art gefressene Beute kann natürlich alle möglichen Krankheitserreger haben, die das Raubtier dann in sich aufnimmt, und wenn wir es essen würden, würden die auf uns natürlich dann übertragen werden. Wie wir gelesen haben, verbietet uns Gott auch das Essen unreiner Wassertiere, die keine Flossen und keine Schuppen haben. Auch dafür gibt es wissenschaftliche Gründe. Ein US Navy Buch, Anleitungsbuch, sagt uns Folgendes, und ich zitiere, alle wichtigen, giftigen Fische sind schuppenlos. Also die schreiben, dass alle wichtigen, giftigen Fische keine Schuppen haben. Die Enzyklopädie des Lebens im Wasser, das 1988 erschien, schreibt zum Beispiel über den Aal, dass sein Blut eine giftige Substanz enthält, die gefährlich ist, wenn sie mit dem Auge in Berührung kommt. Hummer sind gleichfalls aus begreiflichen Gründen unrein. Sie ernähren sich von toten Tieren. Man hat beobachtet, wie sie tote Fische vergraben und sie dann nach einiger Zeit wieder ausgraben, um sie dann zu verzehren. Krebse fressen so ziemlich alles. Sie ernähren sich am liebsten von toten Fischen, aber nehmen auch anderes Aas zu sich. Ebenso ernähren sich Krabben und Garnelen von toten und verwesenden Tieren.